Mein Name ist David Richter, ich bin VGT-Vizeobmann und komme eigentlich aus der Steiermark, aber bin sehr gerne in Vorarlberg, und weil Vorarlberg eine sehr große Rolle spielt für den Tierschutz auch in Österreich, weil es ein Hoffnungsträger ist, weil die Vorarlberger Bevölkerung doch sehr offen und aufgeschlossen ist für Veränderungen, Verbesserungen im Tierschutz. Heute findet hier vor dem Landhaus in Bregenz eine Aktion von euch im Verein gegen Tierfabriken statt. Wieso denn genau hier vom Landhaus und um was geht es euch dieses Mal? Der zentrale Punkt ist, wir sind hier in Vorarlberg. Der Tierschutzminister, der neue Tierschutzminister, ist ja ein Vorarlberger, was uns sehr freut, weil wir sehr gute Erfahrungen haben vom VGT-Verein gegen Tierfabriken mit Vorarlberg und der Vorarlberger Bevölkerung. Wir haben ein sehr großes, massives Problem mit der Schweinehaltung in Österreich, die ja in Vorarlberg nicht so stark ist, aber natürlich kommt das Schweinefleisch aus Österreich, auch nach Vorarlberg, und die Schweine in Österreich leben zu einem Großteil auf Vollspaltenboden. Das ist das zentrale Punkt unserer Aktion, unserer Kampagne, die seit einigen Jahren schon läuft. Wir wollen diesen Vollspaltenboden endlich loswerden. Wir sehen das ähnlich zu den Legebatterien bei der Hühnerhaltung. Diese Vollspaltenböden, das ist ein harter Betonboden, da sind Schlitze drinnen, wo Kot und Urin einfach von den Füßen und vom Körper durchgedrückt werden soll und damit nicht ausgemistet werden muss. Aber das heißt halt gleichzeitig, dass die Bedürfnisse der Schweine überhaupt nicht berücksichtigt werden. Also Schweine wollen in der Erde wühlen, Schweine wollen Sachen kauen, Schweine wollen sich weich hinlegen. Wenn es heiß ist, dann wollen sie sich irgendwo hinlegen, wo es kühl ist, graben sich ein bisschen in die Erde ein. Das alles ist ein Vollspalten, kann durch einen Vollspaltenboden überhaupt nicht berücksichtigt werden. Das heißt, Vollspaltenboden ist reine Tierquälerei und ist aber, ich sage jetzt mal, zu 80% vertreten in Österreich. Also 80% der Schweine in etwa leben auf Beton-Vollspaltenböden. Das ist eine Entwicklung, die nicht besser geworden ist bis vor kurzem, sondern schlechter geworden ist. Und deshalb fordern wir eine radikale Umkehr hin zu Stroh. Das ist auch ganz wichtig, nicht nur ein Boden aus Beton ohne Spalten, sondern wir wollen Stroh einstreuen, dass die Tiere weich liegen können, dass sie sich beschäftigen können, damit sie einfach ein bisschen mehr Lebensqualität haben, als das im Moment der Fall ist. Eure große Hoffnung, die sitzt jetzt als Vorarlberger in Wien, und zwar der neue Tierschutzminister und Gesundheitsminister Johannes Rauch, ein grünes Urgestein hier aus Vorarlberg. Also wir haben sehr gute Erfahrungen mit den vorigen Tierschutzministern. Wir gehen voll davon aus, dass auch der Herr Johannes Rauch ein guter Tierschutzminister sein wird. Tierschutzminister sind natürlich für den Tierschutz irrsinnig wichtig und für eine Entwicklung hin zu mehr Tierschutz irrsinnig wichtig. Und wir freuen uns, dass der Johannes Rauch das übernommen hat, und haben größtes Vertrauen. Aber gleichzeitig wissen wir, dass es recht schwer hat gegen eine Landwirtschaftsministerin, die eben die Ist-Situation einfach einbetoniert haben möchte. Und zwar, glaube ich, ganz, ganz, ganz im Gegensatz zu dem, was die Menschen in Österreich haben wollen. Die Menschen wollen keine Schweine haben, die in dunklen Betonbunkern leben müssen. Die Menschen wollen, dass die Schweine, die genutzt werden, um geschlachtet zu werden in Österreich, dass diese Schweine eben ein bisschen ein Leben haben können. Und das haben sie nicht auf einem reinen Vollspaltenboden. Und der Tierschutzminister weiß, dass der Tierschutzminister hat eh schon zugesagt, dass er da was machen wird. Aber wir müssen ihn am Rücken stärken, die Bevölkerung muss ihn am Rücken stärken, damit eben diese Verbesserung umgesetzt werden kann, weg vom Vollspaltenboden zu Stroheinstreu. Was wäre denn kurz gesagt eure Botschaft an Johannes Rauch? Unsere Botschaft an Johannes Rauch ist unbedingt mit aller Kraft sich durchzusetzen gegen den Vollspaltenboden, mit dem Wissen, dass die Bevölkerung hinter ihm steht. Es ist ganz klar, dass die Menschen diese Tierquälerei nicht haben wollen. Ich denke, der Herr Minister Rauch weiß das sowieso. Wir wollen ihn unterstützen, wo wir können, wenn er Hilfe braucht, Fakten braucht. Wir sind natürlich immer da. Wir vom Verein Tierfabriken führen eben seit einigen Jahren schon eine Kampagne, wo wir viel gesehen haben, wo wir viel Material bekommen haben von den Zuständen. Also wir kennen die Realität. Die Bevölkerung wird normalerweise nicht so informiert, umfassend, wie die Realität ausschaut. Wir bekommen diese Informationen, wir geben sie weiter, und wir geben sie auch gerne an die Politik weiter natürlich.